und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Elektronische Folter besiegen, Nummer 28. Heute ist der 28. September 2019. Ja, das letzte Video, Nummer 27, ist schon ein paar Tage alt. Ihr habt schon gemerkt, die zeitlichen Abstände zwischen meinen Videos werden immer größer. Ich habe nicht mehr so viel Zeit und ich versuche jetzt auch mehr Filme auf Englisch zu machen. Trotzdem habe ich ja mal versprochen, wenn es was Neues gibt, werde ich darüber berichten. Und das ist der Fall, sogar sehr wichtig. Und zwar in dem letzten Video habe ich erklärt, wie man diese heikle Stelle, die einen Hauptangriffspunkt darstellt bei Zielpersonen, wie man diese Stelle praktisch entlastet, indem man Lugolsche Lösungen idealerweise ein bisschen mit Wasser verdünnt, hier aufträgt. Es muss verdünnt sein, weil wenn es zu stark wird, entstehen Schmerzen. Die Geräte sind so programmiert, dass die Skalarwellen diese Schmerzsignale abtasten können, lesen können. Und dann liefert man wieder eine neue Zieladresse. Es ist wie eine Kalibrierung. Wenn irgendwo Schmerz entsteht im Körper, können diese Geräte, die einen foltern, verfolgen, das auslesen. Und das kann dann eben dazu führen, dass noch genauer, noch besser gezielt werden kann. Deshalb nur verdünnte Lugolsche Lösungen benutzen. Wenn man das tut, merkt man auf einmal eine unglaubliche Erleichterung. Also dieses Gefühl, benommen zu sein, dieses Gefühl, dass das zentrale Nervensystem gelähmt ist, dass man selber gelähmt ist, dass die Gedanken schwer fallen, das Sprechen schwer fällt, das Denken und so weiter, ist auf einmal, es wird auf einmal schlagartig besser. Dann hatte ich eine sehr wichtige Erfahrung, und zwar, ich habe das dann sehr massiv gemacht, also morgens und abends, mehrere Tage lang, und es stellte sich bei mir ein fiebriges Gefühl ein, also ich wurde krank, also ich dachte, es ist vielleicht eine Erkältung, ein Virus, und ich habe dann festgestellt, dass ich dieselben Symptome schon mal hatte bei einer Schwermetallausleitung. Und zwar mit der Alpha-Liponsäure hatte ich mal eine sehr hohe Dosierung angewendet, und inzwischen habe ich erfahren, dass es gar nicht so gut ist. Man soll lieber niedrig dosieren mit der Alpha-Liponsäure, also nach der Andrew-Cutler-Methode eben alle 3 Stunden Alpha-Liponsäure nehmen. Das Problem ist leider, in Deutschland gibt es keine niedrigen Dosierungen von vielleicht 30 bis 50 Milligramm. Es fängt an bei 150 Milligramm, das ist schon ziemlich hoch, und dann gibt es noch 300 Milligramm. Und als ich mal eine Ausleitung gemacht habe mit 300 Milligramm, da ist mir aufgefallen, ich hatte dasselbe Gefühl wie eben diese Methode mit der Lugolschen Lösung hier auf dem Hinterkopf. Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass es hier sich anscheinend um eine Art Magnetpol handelt. Also es ist wirklich so, dass mit diesen Skalarwellen, ich habe das in anderen Videos schon mal erklärt, durch die Vakuumkanäle lassen sich kleinste Partikel verschicken, Feinstaub, metallener Feinstaub, vielleicht auch in Quantenform, wie auch immer. Ich habe gemerkt, es muss etwas Metallenes sein, und gemäß dem Vortrag von Harald Kautzweller, der sich ja wirklich auskennt in diesen Sachen, der weiß, wie man neuronales Nervengewebe beeinflussen kann. Es geschieht vor allen Dingen mit Barium und Strontium. Die Erfahrung, die ich in meiner Wohnung mache, passt genau dazu, dass ich immer so einen scharfen Geruch in der Nase habe. Es ist nicht das Barium und Strontium selber. Metalle sind meiner Meinung nach geruchlos. Es ist so, dass Barium
ein Trennmittel braucht, weil Barium würde sonst verklumpen, das den scharfen Geruch macht, wenn diese Gasangriffe kommen. In meiner Wohnung liegt an dem Trennmittel für Barium. Wenn ich diesen scharfen Geruch einatme, wenn ich es also versäume, Atemschutz zu tragen, manchmal passiert das, dann fühle ich also ungefähr eine Minute danach, das geht ziemlich schnell, ein ganz taubes Gefühl hier im Hinterkopf. Und mir ist wieder klar, ja, es geht über die Atemwege in die Lunge oder in die Nasenhöhle, also in die Hohlräume. Und von dort wandert dieses Metall, Barium und Strontium, darauf tippe ich. Natürlich weiß ich es nicht genau, aber es ist eben das Schwermetall, das sich am besten im Nervengewebe einbauen lässt, weil es von der Elektronenhülle ungefähr dem Kupfer ähnlich ist. Und Barium, es gibt auch Stoffe, die Kupfer ausschwemmen aus unserem Körper. Wahrscheinlich wird das synchron gemacht, also zeitgleich. Das Kupferersatz ersetzt wird eben durch Barium und Strontium. Also die Symptome, die ich hatte, nachdem ich diese Lugolsche Lösung hier aufgetragen habe, massiv, waren also erstmal eine totale Erleichterung. Mein Kopf war klar. Ich habe meine Situation ganz klar wahrgenommen. Und hätte ich eine Waffe gehabt, ich hätte mir wahrscheinlich eine Kugel durch den Kopf gejagt. Zum Glück hatte ich keine bei mir liegen zu Hause, weil mir auf einmal die Situation ganz klar wurde, ja, mein Leben ist eigentlich zu Ende. Ich habe keine Chance mehr auf ein normales Leben, keinen Job, keine Freunde, keine Freundinnen, Familie zerstört, Kontakte zur Familie zerstört. Also alles ist mir genommen worden. Und es ist eigentlich nur ein Warten auf den Tod. Ja, es gibt aber vielleicht dennoch ein paar glückliche Tage, die ich verbringen kann. Und außerdem habe ich ja noch eine Mission, möglichst viele Leute zu berichten, wie man diese Folter, wie man diese Waffen entschärfen kann, wie hoffentlich sich dieses Wissen verbreitet und die Menschheit vielleicht doch nochmal eine Chance bekommt, dass das Gute weiterlebt und nicht dieses Inferno sieht, weil wir sind in einer sehr harten Zeit. Es ist eine unglaubliche Lawine der Zerstörung in Gang gesetzt. Wir haben hier, also in anderen Videos habe ich darüber berichtet, also naja, was soll ich sagen? Also es klingt ein bisschen krass, aber wenn einem die Lage bewusst wird, in der man steckt, dann ist es erstmal ein ziemlicher Schock und man denkt dann, es ist vielleicht besser, Schluss zu machen, aber ich denke mal, es ist besser, das Gott entscheiden zu lassen, wann das Leben vorbei ist und so. Und ich habe erstmal nur einen riesigen Schreck gekriegt, wie benebelt ich die ganze Zeit gewesen bin. Es liegt daran, dass dieser Port, dieser Eingang ins Gehirn auch dazu benutzt wird, eine trügerische Sicherheit zu produzieren beim Opfer, bei der Zielperson. Nicht nur bei Zielpersonen, ich würde sagen bei 100% der Bevölkerung hier in Deutschland oder in entwickelten Ländern, wo eben die Möglichkeit besteht, mit einem Funksendenetz, also speziell Handymasten werden dazu verwendet, eben bestimmte Frequenzen zu versenden, die die Leute in eine entspannte, trügerische Ruhe versetzen. Und ich gehe davon aus, dass jeder diesen Punkt hat, weil jeder atmet ja Barium und Strontium ein. Und man kann eben diesen Punkt direkt ansteuern. Das geht über diese Skalarwellentechnik, wo man eben bestimmte Zieladressen hat. Das Gewebe des Kleinhirns hat eine bestimmte Frequenz, ein bestimmtes informatives Feld, das man ermitteln kann durch Gewebeproben. Und man kann diese Maschinen so programmieren, dass also vor allen Dingen das Kleinhirn angesteuert wird und das deutlichste, die deutlichste Stelle, wo das Kleinhirn
zu treffen ist es hier, wo der Schädel aufhört und die Wirbelsäule anfängt. Da ist praktisch der wunde Punkt und eine Skalarwelle kann sich biegen. Es ist kein geradliniger Strahl, es kann auch um die Ecke gehen. Das heißt also, dass die Bevölkerung im Grunde genommen hierdurch beeinflusst wird. Eine Mischung aus Skalarwellentechnik und eben dieser Schwermetallausbringung über die Luft, über die Chemtrails. Und bei uns Zielpersonen ist es so, dass es eben noch stärker eingesetzt wird, indem eben Geräte in die Nähe gebracht werden, Fahrzeuge, die Geräte beim Nachbarn, die über einem wohnen, neben einem wohnen, die dann hier direkt, die Geräte treffen dann hier direkt und können einen lähmen, sie können einen handlungsunfähig machen. Und die, ja, zurück zu den Symptomen. Die Symptome waren eben ein fiebriges Gefühl, ohne wirklich Fieber zu haben, ein Gefühl der Erschöpfung, als hätte man ein Virus. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe Flohsamenschalen genommen. Man nimmt davon einfach 2 Löffel in ein Glas Wasser, morgens und abends. Und das ist eigentlich eine sehr schonende Methode, Schwermetalle auszuleiten. Und es wirkt eben, wenn man hier extremen Lugolsche Lösungen aufgibt, dann werden diese ganzen Metalle, die sich da hinten angesammelt haben, unter der Haut, vielleicht auch im Kleinhirn, ich weiß es nicht, die werden halt von diesem Jod, das in der Lugolschen Lösung drin ist, vom Kaliumjodid gelöst, kommen dann in die freie Blutbahn und man wird krank. Man wird einfach krank. Ich habe mich sterbenselend gefühlt und ich habe gemerkt, dass es davon besser wird. Und das hat mich zu dem Schluss verleitet, oder es lässt mich doch stark annehmen, dass hier ein metallener Punkt ist, der wie ein Magnetpol für die Skalarwellen benutzt wird. Das heißt, durch die Morgellons, die unsere DNA kopieren können, kann die Skalarwelle genau die Zielperson treffen an diesem Punkt. Diese Metalle werden verbunden mit dieser Morgellon-Antenne und dann kriegen die Metalle eben gewisse Energie, also heißt, diese Metalle sind magnetisch, wie Harald Kurzweller ja gesagt hat, und das Kleinhirn lässt sich dadurch wunderbar leben und in Trance versetzen. Man ist dann wie in so einem Art Trance-Zustand, man nimmt sich selber nicht mehr richtig wahr, die Umwelt nicht mehr richtig wahr, man erscheint auch merkwürdig, so ein leicht benebeltes Aussehen auch, also wenn man nichts dagegen tut, so war es bei mir am Anfang auch, als mich diese Folter 2016 erreicht hatte, also als das anfing. Und ich möchte jetzt dieses Video abschließen mit einigen Hinweisen, die man finden kann in Filmen. Und zwar, ich habe hier einmal ein paar Bilder aus der Matrix. Das ist ein Film, der schon etwas älter, viele kennen ihn vielleicht. Jeder, der den Film gesehen hat, erinnert sich vielleicht an diese Szene hier. Das ist, ich sage dazu ein bisschen was und halte das dabei in die Kamera. In dieser Szene geht es darum, dass ein neugieriger junger Mann, also er heißt Neo, er trifft Morpheus, es ist ein geheimnisvoller Mann, dieser Morpheus, er scheint etwas zu wissen, was Neo nicht weiß, und der Neo ist ein ganz normaler junger Mann, er hat einen Job in einem, also er ist Informatiker, arbeitet in einem Job und er wird aber auffällig, weil er immer schnüffelt im Internet, und dann kommen geheime Agenten, die sehen auch aus wie CIA-Agenten, sie haben schwarze Anzüge, schwarze Krawatten und sind auch bewaffnet, und sie führen ein Verhör durch mit Neo, aber der Neo lässt sich nicht abschrecken
und nimmt trotzdem Kontakt auf zu Morpheus. In dieser Szene sitzt der Morpheus gegenüber. Das ist der Mann in Schwarz mit der Glatze. Dann sagt Morpheus zu ihnen, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst die blaue Pille nehmen oder die rote Pille. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann wirst du alles vergessen, auch dieses Gespräch mit mir und dein Leben geht normal weiter. Wenn du die rote Pille nimmst, dann wirst du die Wahrheit erfahren und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Es wird nichts mehr sein wie vorher. Du wirst die Wahrheit sehen, so wie sie ist. Und er fügt hinzu, ich hoffe, dass du die rote Pille nimmst. Und wer den Film gesehen hat, weiß, ja, Neo entscheidet sich für die rote Pille. Und ich weiß nicht, wie es manchen Zielpersonen geht. Manchmal denke auch ich, scheiße, ich will diese blaue Pille wieder haben. Ich will das Leben haben, das ich früher hatte. Ich will alles vergessen. Und ja, das Problem ist, die blaue Pille gibt es für uns Zielpersonen nicht. Das Leben wird nie wieder sein wie vorher. Wir haben diese rote Pille bekommen und es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ja, verdammt nochmal, alles wegen diesem Morpheus. Ja, irgendwie witzig diese Parallele zu diesem Film, aber es kommt noch besser. In diesem Film, also Neon wird dann in diese Welt eingeführt von Morpheus, also es stellt sich heraus, dass also als er dann die Wahrheit sieht, er wacht auf in so einer Art, ich weiß nicht, es ist eine Halle, es ist eine riesige Ansammlung von lebenden Batterien, also die Menschen sind dort drin, also die Energie der Menschen wird angezapft, und alles, die ganze Welt, in der Neon gelebt hat, ist eigentlich eine Software, die ihm ins Gehirn eingespielt wird, eine fiktive Realität, also eben diese Matrix, die den Leuten nur vorgaukelt, sie würden in einer normalen Welt leben. In Wirklichkeit liegen sie von der Geburt an bis zum Tod in einer Art Lösung, Elektroden auf dem ganzen Körper. Sie werden angezapft, die Energie wird angezapft. Von Geburt kann man gar nicht reden, die Embryonen werden künstlich erzeugt und mit so einer Art Maschine, mit so einem Tubus irgendwo platziert in so eine Art Nussschale und dort vegetieren sie ein ganzes Leben lang. Aber ihnen wird eine künstliche Software ins Gehirn eingespeist, dass sie eben denken sollen, ja, ich lebe ein normales Leben. Nun ja, so krass ist es noch nicht, aber das mit der Batterie, also der Morpheus sagt dann, ja, sie haben eine Batterie aus uns gemacht. Das stimmt. Wir werden hier mit Pilzen bombardiert aus der Luft, die auf unserer Haut Elektrolyte herstellen und also somit eben unseren Körper leitfähig machen für allerhand Ströme. Also wir Zielpersonen können davon ein Lied singen. Das sind diese Filme von Lookout for Charlie, wo er eben auch unter dem Mikroskop zeigt, wie diese Pilze auf der Haut wachsen. Also es sind vor allen Dingen Candida-Pilze. Morgellon ist auch pilzbasiert, aber eben zusätzlich mit dieser Anwendung, dass Gefühle und Gedanken gesteuert werden können. Also es gibt blaue Morgellons, rote Morgellons. Ich habe davon in anderen Videos schon berichtet. Also der Film ist weitestgehend korrekt. Also sie haben eine Batterie aus uns gemacht und es wird eine falsche Realität vorgespielt. Wir sollen glauben, dass es sowas gibt wie politische Mächte, Staaten, aber es ist alles totaler Unsinn. Es gibt nur noch eine Weltregierung und was wir abends in der Tagesschau sehen, ist eigentlich nur noch eine billige Komödie, dass wir das wahre Ziel nicht sehen sollen, nämlich 90% der Bevölkerung weltweit auszurotten. Es gibt eine interessante Parallele in diesem Film Matrix und zwar der Morpheus hat eine Art Raumschiff. Es ist kein Raumschiff, es ist ein schwebendes Objekt, das sich
unter der Erde bewegt, also erinnert ein bisschen an Jules Verne. Diese Vorlage erinnert, also diese, anscheinend haben diese Macher von Matrix von Jules Verne gelernt. Es gibt einen Roman, das heißt Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da gibt es auch so eine Art Schiff, das sich bis zum Erdkern vorbewegen kann. Und so ähnlich ist es in diesem Film auch. Und dieses Raumschiff hat den Namen Nebukadnezar oder Nebukadnezar. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Interessante Parallele, denn Nebukadnezar war der König von Babylon. Das ist ein Reich, das vor dem griechischen, persischen, römischen Weltreich existiert hat. Es war die erste Weltmacht, also damals im Nahen Osten, die die Menschheit gesehen hat. Ein absolutes Vorbild für Rom, also die Aufteilung des Reiches in Regierungsbezirke, in die zentralisierte Gewalt in Rom, das alles gab es schon mal in Babylon. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet das Raumschiff von Morpheus, so heißt wie der ehemalige König von Babylon, das hier nur am Rande bemerkt. Gut, es gibt in diesem Film eben dieses Raumschiff von Morpheus und auf diesem Schiff gibt es eine Vorrichtung, wo man mit einer Sonde in den Hinterkopf einführt. Und diese Sonde heißt im Englischen Heat Jack, das heißt so viel wie Kopfknopf. Also es ist eine Art Knopf. Der stammt aber nicht von Morpheus, der wird praktisch jedem Menschen implantiert von diesen Maschinen. Also die Maschinen regieren die Welt und jeder Mensch kriegt das praktisch in den Hinterkopf reingebohrt. Ja, und der Morpheus und seine Crew, seine Mannschaft, die benutzen das lediglich, diesen Knopf, der schon da ist, um eben selber eine Sonde einzuführen und dann kann man eine Reise in die Matrix machen, also in diese virtuelle Realität. Man kann in dieser Matrix dann eben eingreifen und man begegnet dort auch diesen Agenten, die sehr gefährlich sind, also die nichts lieber tun, als Morpheus und seine Mannschaft zu bekämpfen. Also es wird viel geschossen, es gibt viele Kämpfe. Spektakulärer Film. Aber zurück zu diesem Knopf am Hinterkopf. Es ist sehr interessant, dass hier dann eine Sendung, also im Internet gefunden. Und zwar, ich zeige das mal eben in die Kamera und dann muss ich dazu noch was verlesen. Ja, also diese Parallelen sind wirklich ungeheuerlich. Und also ich kann jedem nur raten, das ernst zu nehmen. Wer einfach sagt, ja, Hollywood-Filme interessieren mich nicht. Entschuldigung, Hollywood ist die Hauptschmiede für falsches Bewusstsein. Und es zeigt sich doch immer wieder, dass sie sich einen Spaß machen. Also die Wahrheit uns in Filmen zu zeigen. Und die meisten Leute denken eben, es ist nur ein Film, aber es ist eben nicht nur ein Film. Dahinter steckt ein bisschen Wahrheit. Es ist nicht nur ein bisschen, also sie zeigen uns eigentlich, was sie machen in ihren Filmen. Sie halten es uns vor Augen. Ich halte das jetzt mal hier rein und dann lese ich mal, was dazu stand im Internet. Es ist hier die Rede von DARPA, Enveloping Matrix Heat Jack Brain Interface. Also erstmal, was ist DARPA? DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Ich habe das auf Deutsch so übersetzt, ungefähr
Agentur für weiterentwickelte Forschungsprojekte im Verteidigungsbereich. Es dürfte dem Pentagon unterstellt sein. Also das ist eine militärische Einrichtung. Und das Ganze hier, dieses Bild gefunden in The Next News Network. Das ist so ein Internetkanal. Es ist eigentlich ein Fernseh, es ist eine Fernsehshow. Ich weiß nicht genau wo, auf welchem Sender. Ich lebe nicht in den USA, aber man kann das im Internet finden. Und dieser Mann diskutiert das da ganz offen. Er sagt, Enveloping Matrix Heatcheck Brain Interface. Interface ist eine Benutzeroberfläche zwischen Mensch und Maschine. Wir kennen das alle vom Bildschirm, also die grafische Benutzeroberfläche für unseren Heim-PC. Das Ganze dann als humane Anwendung in Form dieses Heatchecks. Und diese Forschungsagentur entwickelt diese Schnittstelle in erster Linie für Soldaten, dass die eben ihre Befehle direkt bekommen auf dem Schlachtfeld. Und viele Zielpersonen kennen ja das Problem mit den Voice-to-Skull. Ich habe dieses Problem zum Glück nicht. Ich bin zum Glück bis jetzt verschont geblieben. Gut, viele kennen das. Der Gehörnerv kann direkt angepeilt werden. Diese Technik ist schon etwas älter. Sie stammt schon aus den 60er Jahren, ist natürlich immer weiterentwickelt worden. Also auditive Signale auf den Gehörnerv ist schon älter, 40 Jahre. Die Technologie, dass über den Hinterkopf erst ein Magnetpol aufgebaut wird, der dann mit Skalarwellen direkt angesteuert wird. Diese Technik ist viel komplexer. Sie existiert in Russland schon viel, viel länger, weil das Wissen von Nikola Tesla dort schon also den ganzen Kalten Krieg über dort weiterentwickelt worden ist. Nach der Wende, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also seit den 90er Jahren, ist diese Technik eben auch in die USA gekommen. Man hat dann eben der Supermacht erlaubt, diese Technik weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, die neue Weltordnung zu errichten. Ja, wie sieht die neue Weltordnung aus? Die Skalarwelle kommt hier hinten an, also ich wechsle jetzt mal wieder in die Realität zurück, kommt hier hinten an und die Skalarwelle ist, wie ich in anderen Videos schon erzählt habe, eine Standwelle. Man muss sich das Ganze so vorstellen, es ist nicht einfach so eine elektromagnetische Welle, so ein Impuls, die wird ausgesendet, kommt an und das war's. Nein, es ist eine stehende Brücke, es ist eine Rosenbaumsche Brücke mit Vakuumkanälen im Inneren dieser elektromagnetischen Welle. Und in diesen Vakuumkanäle lassen sich Informationen übermitteln, also was geht bei dem gerade im Kopf ab, an was denkt der. Es lassen sich Energie schicken Richtung Zielpersonen zwecks Folter, dass der eben eine volle Dröhnung kriegt und zu Boden geht, dass ihm schwindelig wird, indem das Kleinhirn eben eine volle Ladung kriegt, das zentrale Nervensystem. Ja, Zielpersonen kennen das, fühlt sich grässlich an. Es ist wirklich so, dass man manchmal wünscht, tot zu sein, weil es fast nicht auszuhalten ist. Glücklicherweise konnte ich das überwinden, eben durch die ganzen Methoden, die ich in meinen anderen Videos schon erklärt habe. Das wird sonst zu lang, ich kann das nicht alles wiederholen. Aber ich kann das jedem empfehlen. Also Lugolsche Lösung hier drauf, wenn dieser Magnetpol vermindert wird, also ganz auflösen kann man ihn wahrscheinlich nicht, weil es wird ständig nachgearbeitet. Ja. Also kaum habe ich Lugolsche Lösung drauf, dann kommt schon wieder dieser Gasgeruch, ich soll wieder dieses Barium und Strontium einatmen, über die Partikelbeamer direkt in die Bronchien, auch in die Nasenhöhle, da helfe ich mir dann immer mit Teebaumöl, das kann man auch hier unter die Nasenlöcher ein bisschen streichen, ein bisschen einatmen, also ich muss ständig
dagegen arbeiten, um das abzuwehren. Und ja, ich wollte eigentlich zum Ende kommen dieses Videos, weil das Ganze wollte ich eigentlich noch auf Englisch machen. Die Tage werden kürzer, das Licht wird schneller, knapp. Deshalb beende ich dieses Video und wünsche wie immer viel Kraft und viel Erfolg.